So, Herrschaften. Oh, jetzt sind wir doch wieder laut. Schön. Moin Moin, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfB Lübeck gegen TSV Havelse. Ergebnis 1:3 vor der Schnapszahl von 1111 Zuschauern. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Trainer der beiden Mannschaften für den TSV Havelse, für unsere Gäste Alexander Kiene. Und für den VfB natürlich zu meiner Rechten Rolf Landerl. Dann sollen die beiden mal gleich loslegen. Ein Statement zum Spiel bitte, Alexander Kiene. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, aus Sicht des TSV Havelse war es ein toller Abend mit einem, denke ich, insgesamt dann verdienten 3:1-Sieg. Die Vorzeichen für uns, an einem Dienstag hier nach Lübeck reisen zu müssen, waren nicht einfach. Wir haben Spieler, die nicht mitfahren konnten, weil sie von ihrer Arbeitsstelle keinen frei bekommen haben. Sodass wir ja natürlich auch gucken mussten, welchen Kader wir hier überhaupt stellen können für dieses Spiel. Wir haben eine lange Anreise gehabt. Die meisten sind, wie gesagt, direkt von der Arbeit in den Bus gestiegen, hier nach Lübeck gefahren, 3 Stunden. Und ja, was die Mannschaft dann über 90 Minuten abgeliefert hat, darauf bin ich sehr stolz. Eine Energieleistung, auch wenn man bedenkt, dass wir ja noch am vergangenen Samstag beim SV Meppen gespielt haben. Dort haben wir auch schon insgesamt eine gute Mannschaftsleistung gebracht, haben uns aber nicht mit Punkten belohnt. Heute war es so, dass wir natürlich gucken wollten, aus einer sehr kompakten Defensive zu agieren, immer wieder auch auf Umschaltspiel zu setzen. Wir haben in der Anfangsphase den einen oder anderen Moment zu überstehen gehabt. Ich denke unter anderem an die Großchance, wo unser Spieler André Starzeff dann noch auf der Linie geklärt hat. Das war aber auch klar, dass Lübeck natürlich probieren wird, hier durch ein frühes Tor und durch eine Menge Druck auch auf dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Da haben wir, wie gesagt, den einen oder anderen Moment zu überstehen gehabt, aber ich denke, Mitte der ersten Halbzeit hat die Mannschaft sich befreit, hat auch immer mutiger dann nach vorne gespielt und ist, denke ich, auch folgerichtig in der Phase dann in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir uns eigentlich vorgenommen, möglichst lange diese Null zu verteidigen. Das ist uns nicht gelungen. Durch die Standardsituation haben wir leider den Ausgleich bekommen. Und dann ist es natürlich immer so, dass die Gefahr besteht, dass so ein Spiel kippen kann, dass die Heimmannschaft mit noch mehr Druck und noch mehr Elan dann auch auf den Sieg drängt. Aber wir haben das als Mannschaft, denke ich, gut gelöst, haben durch den schnellen Konter zum 2:1 dann wieder auch das Spiel in unsere Richtung gebracht und hätten dann in der Phase danach aus meiner Sicht das Spiel schon frühzeitig entscheiden müssen, hatten durch Undav und Cicek schon zwei großartige Möglichkeiten, um frühzeitig mit dem dritten Tor alles klar zu machen. So ist es dann ein Spiel dann noch gewesen, wo es einfach darum ging, weiterhin gut zu verteidigen und den entscheidenden Treffer zu setzen. Das ist uns Gott sei Dank gelungen durch Dennis Cicek. Und so ist es, denke ich, am Ende aus unserer Sicht ein verdienter Sieg und eine tolle Momentaufnahme, dass wir heute durch diesen Dreier dann auf Platz 3 geklettert sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alexander Kiene. Ich gehe gleich weiter an Rolf. Was sagst du zu dem Spiel? Ja, guten Abend erstmal. Ich glaube, das Spiel werde ich jetzt nicht nochmal wiedergeben, sondern ein Kollege hervorragend gemacht. Vor 2 Tagen saßen wir hier mit lachenden Gesichtern. Heute ist es weniger schön. Ich muss sagen, der Start war gut, aber das war es dann auch schon. Das war heute eindeutig zu wenig, um in einer Regionalliga-Partie Parole zu bieten und dann tatsächlich auch die Punkte zu holen. Ich spreche absolut niemanden den Willen ab, dass er hier nicht den Dreier holen wollte, aber über 90 Minuten gesehen war das zu wenig vor heimischem Publikum und das tut natürlich besonders weh, nicht nur mir, sondern genauso meinen Spielern. Und mein Geld wollte ich. Ja, für das kann ich jetzt nichts. Gut, ansonsten gilt es jetzt weiterzuarbeiten. Wir haben jetzt Freitag wieder ein Spiel, HSV auswärts, also nach dem schönen Fußball, das 3 Tagen kann man es wieder zurechtrücken, die Performance heute, und auf dem bauen wir auf und wir arbeiten weiter. Und wie gesagt, wir haben heute in vielen, vielen Phasen die falschen Mittel gewählt, um Havelse zu bespielen. Sind viel zu wenig in die Halbräume reingekommen, haben ihnen immer wieder in die Karten gespielt, indem wir hoch rein in die Spitze gespielt haben, was eigentlich nicht unbedingt unser Spiel ist. Aber wie gesagt, wir werden es intern analysieren und auf jeden Fall wird es besser machen. Trotzdem danke für eure Unterstützung und eine schöne Woche.
Ja, danke schön, Rolf. Wir können ja gleich für Sex Machine den Hut rumgehen lassen. Schmeiß mal was rein, damit er sich nächstes Mal auf den Start klopfen kann. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen guten Abend. Danke schön. Und tschüss.